Oh, es ist ein Mensch. Wir haben dich beobachtet. Eine nette Rasse seid ihr, aber etwas unwissend. Was? Eure gesamte Intelligenz zwischen euch zu verteilen, scheint ein wenig falsch zu sein. Und eure Körper sind so schwer aufrecht zu erhalten. Dennoch, wir sind beeindruckt davon, was ihr schafft mit dem, was ihr habt. Vermisst ihr es nicht, Körper zu haben? Nein. Keine Körper zu haben, die uns behindert. Wir haben keine Sorge. Wir können uns ganz auf unsere Queste konzentrieren, Informationen zu sammeln. Dann hast du doch bestimmt interessante Informationen für uns. So, wie wir an die Schlüssel da oben kommen. Also, was für Informationen hast du denn gesammelt? Für wahr. Die meisten Dinge, die wir wissen, sind auf von einer so hohen Ebene, dass sie für einen Menschen wahrscheinlich nicht zu gebrauchen wären. Du klingst ein klein bisschen arrogant. Wie zum Beispiel? Aha. Du suchst also Informationen, die gefährlich sind, aber dich weiterbringen können. Nun gut, hier ist ein kleines Teil für dich. Der Zauberspruch. Wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. Was? Kalpor. Bringt dir das Ende des Lebens, wie du es kennst. Obwohl höhere Wesen als wir es sind, immer noch überleben in ihrer eigenen Art. Was? Also, ich glaube, das ist ein Spruch, mit dem man sich umbringen kann, außer man ist ein höheres Wesen als eine Wisp. Was Menschen ja eventuell sind, weil sie mehr können als eine Wisp. Wisps sind nur auf einer gewissen Art den Menschen überlegen. Nicht in allen Dingen. Und da wir der Avatar sind, sind wir sowieso noch viel toller. Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ich schreibe bei dem Spruch mal Wisp Selbstmord dazu. Und das testen wir einfach aus. Vielen Dank, ich werde es ausprobieren. Ich will nicht wissen, was der Wisp sich dabei denkt, aber gut. Vielleicht bist du nicht so intelligent, wie wir zuerst gedacht haben. Ha. Ja, es wäre komisch, wenn es wirklich ein Zauberspruch wäre, mit dem er einfach nur stirbt. Oder? Nein, es ist nicht. Wenn wir in eine Situation kommen würden, dass wir irgendwo eingesperrt sind und wir nicht rauskommen, haben wir keine Möglichkeit zu sterben. Das stimmt. Wir haben keine Möglichkeit zu sterben. Wir können nicht verhungern, das dauert. Wir regenerieren ja nur nichts mehr beim Schlafen. Und wenn wir uns mit dem Spruch umbringen, würden wir ja bei dem Silberbaum wieder auftauchen. Also ja, das war hilfreich. Danke, Wisp. Aber wir werden es nicht ausprobieren. Wir werden den Spruch erst benutzen, wenn wir in so eine Situation kommen. Vorher wäre es doch ein wenig makaber. So, also, eine Sache war schon mal interessant für uns. Und da fast jede Kleinigkeit in diesem Spiel wichtig zu sein scheint, wird auch bestimmt das irgendwo wichtig sein. Jetzt noch hier die Ecke. Also, da lang. Oh, ein Kopfloser. Na gut. Zing. Zing. Selbst die Kopflosen halten viel zu lange aus. So, zack. Was haben wir denn da? Eine exzellente Battle Axe. Ja. Boah. Hält sich in Grenzen. Wobei wir noch nicht so viele Äxte gesehen haben. Wenn man von vornherein wirklich auf Äxte gegangen wäre, vom Skill her, wäre es bestimmt schön, jetzt eine tolle Axt zu finden. So, was haben wir noch? Wir haben noch
den Hochgang und dann sind wir auch schon bei der Stelle mit dem Wasser, mit den ganzen Tentakelviechern und dem einen Baum, der inzwischen nicht mehr da ist. Ja, okay. Also Osten, einen der Hochgänge nehmen, Tentakelviecher töten und versuchen mit dem Schwert die Türen einzuschlagen. So, Tentakelviecher. Da ist eins, komm her. Das ist nun Grasheim. Die trauen sich nicht. Na komm schon. Genau. Sind gleich vergiftet, ist okay. Solange wir keinen allzu großen Schaden nehmen, dürften wir das gegenheilen können durch Schlafen. Gelb. Rot. Nicht weglaufen, du. Kaschan. Ist ja nicht so, dass hier drei oder vier davon rumtanzen. Wir müssen gleich schlafen, sonst sterben wir hier. Stirb endlich. Also. Also, einmal schlafen. Was zur Hölle war das? Achso, ich bin in den Ausgang gerutscht. Okay, der hat schon mal wieder auf irgendeinen Teleporter getreten. Schlafen. Bitte nicht sterben. Wow, okay. Nochmal schlafen. So. Licht können wir uns verkneifen. Ja, nicht wirklich. Dann sehen wir keinen einzigen Gegner in Lore. Zink. IBM. Zink. Also, das war Nummer 1. Gucken, ob ich mich da hinstellen kann und einfach so schlagen, ohne dass sie an mich rankommen. Momentan ist ja auch keiner hier, ne? Nö, okay. Also, wir haben eine rote Tür und wir haben eine grün-graue Tür. Holen wir grün-grau zuerst. 2, 3. Aber irgendwie. Wow, wow, wow. Was zur Hölle war das für ein Ding? Du bist kein normaler Geist. Und das sind mehrere davon. Aber hey, wir kommen weiter. Ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hätte gedacht, wir hauen jetzt 20 Minuten lang auf die Türen ein. Und das war's dann. Aber schön. Das heißt, vielleicht muss man doch nicht jede Fitzel-Nebenquest machen, um weiterzukommen. Das lässt mich ja noch hoffen. So, du bist schon mal gelb, was auch immer für ein Geist du bist. Rot. Und gleich tot. Oder so ähnlich. Weg vor allem. Rot. Kann ich die nur treffen, wenn sie auch wirklich da sind? Ich glaube, ab und an haue ich da oben gegen, oder ist das der Gegner? So, nächster Geist. Ich will nicht zu weit zurückgehen, sonst kommen die Tentakelviecher an. Kurz gucken. Nee. Ah, doch, da ist einer. Was war denn noch da? Da ist der Geist im Weg. Und blockiert in seiner nicht-korporalen Form den Weg und ist vergiftet. So, den einen Geist hier, das ist ein Geist, den wir auch schon kennen, den würde ich gerne töten und dann schlafen gehen in der nächsten Etage. Weil wenn wir den da hinten auch noch niederstrecken wollen, dann ist das Gift schon viel zu weit fortgeschritten. Komm schon, geh auf. Falsche Boden, löst dich auf. Geh weg. Ne, komm, ich muss jetzt runter. Heilen. Runter. Schlafen. Nicht sterben. Ich sterbe schon mal sehr gut. So. Ich werde jetzt nur noch ein, zweimal schlafen können. Dann muss ich wieder essen und zaubern.
Das sehe ich jetzt schon kommen. In Lore. IBM. Hier rein und gleich reinstürmen. Nicht irgendwie auf dem Ding stehen bleiben und wieder vergiftet werden. So, und komischer anderer Geist. Oh. Erstmal du. Du musst noch angeschlagen sein. So halbwegs. Oh. Das war schick. Bei dir auch nochmal das Ganze. Ah, und wir haben doch die... Ups. Das war nicht geplant. Wir haben doch die A-Krone inzwischen. Das heißt, damit könnten wir uns auch teleportieren. Wenn wir sie an die richtige Stelle setzen. Also eigentlich hätte ich sie jetzt eben gerade, bevor ich hier wieder hochgelaufen bin, aus der Rumpelkammer holen sollen. Den Mondstein. Den mitnehmen und hier liegen lassen, wo wir nicht weiterkommen. Dann würden wir wieder zurückgehen, würden irgendwelche Nebenquests machen. Und wenn wir dann irgendwas gefunden haben, womit wir weiterkommen könnten, teleportieren wir uns hierher zurück. Das würde einiges an Weg ersparen. Na gut. Nächstes Mal dran denken. Also, nächstes Mal, wenn wir sterben. So, zwei, drei Schläge noch. Oder auch nur einen. Irgendwas auf dem Boden? Nein, außer der Truhe nix. Was haben wir denn hier? Öffnen. Mein Schlüssel. Sehr schön. Mitnehmen. Schlüssel. Auf dem Schlüssel ist eingraviert in sehr kleiner Schrift Schlüssel der Courage. Wie jetzt? Ist das jetzt ein Teil von den 7 Talismanen? Da stand nichts von Key bei der Auflistung. Sehr komisch. Passt du hier? Benutzen. Ja. Oh, du bist nicht aggressiv. Aber du reagierst auch nicht. Oh, du bist aggressiv. Du bist sowas von aggressiv. So. Tür zu. Zu. So. Ich dachte, das wäre wieder irgend so ein Hüter, mit dem man sprechen muss. Und wenn man dann die richtigen Worte findet, dann lässt er uns den Gegenstand da aufheben, der auf dem Boden lag. Oder auf dem Podest. Und dann holt er mit der Kelle aus und zack, fast tot. Ist nicht so schön. Ich gucke gerade auf meinem Zettel, wo dieser Spruch ist mit dem Schutzzauber. Den werden wir jetzt auf jeden Fall brauchen. Ankorb Mani war ein Anti-Untoten-Spruch. Das war kein Untoter. Was, Kalkorb, ist der Wisp-Selbstmordspruch? Ilempor. Das hat er vorhin probiert. Wo ist mein Auge? Da ist mein Auge. Ilempor. Da schreibe ich mir dazu, das ist der Wasserzauber. So, Ilempor. Einmal ein Kästchen drumrum. Wasser. Reicht schon. Wasser weiß ich, was gemeint ist. So, anderweitige Zauber. Ganz viel Echsengebrabbel. 3, 5, 4, 2 war die Flötengeschichte. Wo das Dunkel regiert, verhallen Schreie ungehört. Das weiß ich gar nicht, wo wir das gebraucht haben. SSG. Was mit den Punkten? Das haben wir auch schon gelöst. Das Buch der Ehre. Hinter dem Stundenglas. Das war die Geschichte mit den Emeralds und denen zwischen die Augen schießen. Nee. Den Spruch habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß, es war ein Schutzzauber, wo irgendwas fehlte. Aber dazu müsste ich das Handbuch wieder hervorkramen. Aber ja, ich denke, das sollte ich machen. Denn wenn er uns mit einem Schlag auf 20% runterhauen kann, dann brauchen wir den Zauber. Das heißt, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Öffne die PDF, gucke dann alles schon mal vor für die nächste Folge. Und in der nächsten Folge wird der Spruch dann gesprochen. Heilung wird vorbereitet, eventuell noch vorher schlafen, Essen beschaffen und so weiter. Dann hauen wir den um und dann gucken wir, was für ein Gegenstand das war. Ich denke mal, es wird ein Talisman-Teil sein. Ich weiß nur nicht mehr, welcher noch fehlt. Aber gut, das sehen wir dann. Also bis gleich.